Sehr gut. Es gibt eine neue Art von Faschismus, die nennt sich Intelligenzquotient. Ja. Kommt aus Amerika. Dort hat man versucht zu zeigen, dass die Schwarzen viel dümmer sind als die Weißen und deswegen gar nicht studieren sollen, überhaupt keine Präsidenten stellen und so ein Kram. Und über diese neue Form von Intelligenzdesign habe ich einen kleinen Text gemacht, vielleicht ist der ganz schön an der Stelle. Guten Morgen, ruft da einer und er klingelt an der Tür. Und bevor ich sie noch offen habe, spricht er schon zu mir. Erstmal blickt er auf das Türschild und sagt, was für ein Gekrakel. Also bin ich, fragt er, richtig hier beim menschlichen Makel. Der menschliche Makel trägt bei uns den Namen Ratz. Und wenn Sie das sind, dann sind Sie auf dem allerletzten Platz. Ich frage nach, welcher Platz, auf welcher Liste und wieso? Weil Sie durchdesignt sind, sagt er, wie ein bombardiertes Klo. Sehen Sie, deutsche Augen haben deutlich BMW-Design. Und wie Nuklearraketen schauen alle Amis drein. Alle Dänen zwar zum Gähnen, aber immerhin rautiert, während ein Sibire weiß bevorzugt oder graumeliert. Aber Sie... Sie gaffen wie die Affen, einfach primitiv. Ihre Nase liegt zur Achse, ihre Blicke viel zu schief. Oberlippenform und Bartwuchs sind eine reine Katastrophe. Dass sie sowas von missglückt designt sind, sehen sogar Doofe. Ich verstehe, sag ich überrumpelt, immer nur Design. Aber kommen Sie, guter Mann, doch bitte gerne zu mir rein. Gerne nicht, sagt der Mann, doch ich tu's, denn ich hab Stil. Denn auch Jesus trat in Wohnungen, wo es ihm nicht gefiel. Was hat Jesus denn, frage ich jetzt vollständig verwirrt, mit Design zu tun? Ja, ha, da haben Sie sich geirrt, brüllt der Mann. Jesus schuf, als er noch Gott war, die Natur. Und da kommt so ein Depp wie Sie daher mit so einer Scheißfrisur. Ihre Körperhaare wachsen ungeordnet, büschelhaft. Ihre Milch, die steht im Kühlschrank einfach neben Ihrem Saft. Wenn Sie Zwiebel schneiden, na, wie heißt die Marke von dem Brett? Naja, stotter ich verlegen, ich glaub irgendwas mit Z. Na eben nicht, brüllt er weiter, denn ihr Brett ist machtenlos. Und nun wiederholen Sie, was ich sage. Erstens, Gott ist groß. Zweitens, Menschen stammen nicht vom Affen ab, weil ihr Design sich zu deutlich unterscheidet zwischen Brust und Oberbein. Jetzt verstanden, brüllt er. Nein, brüll ich, was wollen Sie denn von mir? Dass Sie anders werden, als Sie sind, und deshalb bin ich hier. Wie Sie wohnen, wie Sie laufen, eine Schande für die Welt. Zu viel Zeit, zu wenig Pflichten, zu viel Schlaf, zu wenig Geld. Hören Sie, warum ist der Westen auf der Welt so dominant, so gebildet und geordnet? Tja, das liegt wohl am Verstand, Disziplin, Herr Ratz, Kultur und großer Wohlstand, Intellekt. Ja, der weiße Mann genießt und der schwarze Mann verreckt. Und das hat Gründe, das ist alles eine Frage von Design. Er lächelt und ich lächle auch und sage dann, du Schwein, wenn du weiter so eine Kacke redest, lieber Mann, dann kracht es, denn der Hunger auf der Welt ist was Geplantes und Gemachtes. Ein paar Hundert ziehen stramm an allen Zügeln dieser Welt und sie pressen aus den Körpern der Verhungerten ihr Geld. Sie vergiften, sie zerstören, sie ermorden, lügen, glätten und die Gier nach immer mehr lässt sie pausenlos verfetten. Du hast völlig recht, das Makelhafte trägt den Namen Ratz, aber ich bin stolz, mein Freund, auf meinen allerletzten Platz und bestell mal deinem intellektuellen Chefdesigner. Er mag oben prima reden, doch hier unten glaubt ihm keiner. Ich glaub weder an die Überlegenheit von braven Christen, noch von Moslems, noch von Hindus, noch von Heiden und Buddhisten. Schwarz und Weiß und Frauen, Mann und Kind sind alle gleich für mich, aber eines glaube ich, dass es zu viel Schweine gibt wie dich. Und so ging er und ich blieb mit all den Fragen, die ich habe. Warum legt man auf dem Weg zur Macht die Menschenliebe ab? Warum gibt der Glaube an das Gute immer so schnell auf? Warum nimmt man für den Rausch auch gleich den Untergang in Kauf? Dankeschön, das war Strom und Wasser aus Kiel und Hamburg. I protest. Liebevolle Revolution.